The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 16. September. Nach 20 Jahren ist Schluss mit Hartz IV. Am Mittwoch hat das Kabinett grünes Licht für seinen Nachfolger, das Bürgergeld, gegeben und somit einen würdigen und zugleich umstrittenen Nachfolger für das bisherige System gekürt. Ab dem 1. Januar steigt der Regelsatz für Singles um knapp 50 Euro. In den ersten 6 Monaten sind in der Regel keine Sanktionen vorgesehen. Es wird bessere Zuverdienstmöglichkeiten geben und wer sich weiterbildet, erhält einen Bonus, wie hier Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärt. Wenn jemand sich aufrappelt und einen Berufsabschluss nachholt und 2/3 der Menschen, die arbeitssuchend sind, in der Grundsicherung haben keine abgeschlossene Berufsausbildung, dann gibt es die Möglichkeit, auch 150 Euro im Monat auf den Regelsatz noch draufzukommen, weil wir wollen, dass diese Bemühung tatsächlich auch honoriert wird, dass Anstrengung sich lohnt. Die Neuregelungen setzen also nicht wie bisher auf Bestrafung, sondern auf Belohnung. Das findet nicht jeder gut. Die Union kritisiert das Konzept und sieht darin Fehlanreize im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit. Für CSU-Chef Markus Söder ist der neue Regelsatz zu hoch. Wer arbeiten kann, muss doch die Möglichkeit gegeben sein, dass man nachfragt, ob er nicht seinen Beitrag zur Gesellschaft erbringen kann. Und wenn wie das Bürgergeld dazu führt, dass man in München, wenn man arbeitet, zum Beispiel als Friseurin, praktisch weniger hat, als wenn man von dieser neuen staatlichen Leistung profitiert, dann ist das der völlig falsche Ansatz. Auch die Vertrauenszeit von 6 Monaten, in denen nicht sanktioniert wird, sehen Experten aus Politik und Wirtschaft kritisch, wie zum Beispiel Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Die bisherigen Sanktionen haben auch breiter aufgesetzt. Das wird jetzt in den ersten 6 Monaten deutlich reduziert. Wir wissen aber, gerade am Anfang ist es ja wichtig, schnell wieder die Hürde aus der Arbeitslosigkeit in die Beschäftigung zu überwinden. Und deswegen ist auch am Anfang eigentlich Sanktionen eher wichtiger. Dem widerspricht Professor Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung vehement. Das ist auf gut Deutsch Humbug. Diese Annahme sei wissenschaftlich längst widerlegt. Menschen arbeiten nicht nur wegen des Geldes, sondern es geht hier häufig um Anerkennung, um soziale Akzeptanz, um auch Selbstverwirklichung. Fazit: Der neue Plan, um Arbeitslose zu unterstützen, ist sicherlich nicht perfekt. Es gibt Schwachpunkte und über diese müssen wir reden. Aber ein Blick in mein Heimatland, die USA, öffnet einem auch die Augen. Denn dort hat man in den meisten Bundesstaaten höchstens 26 Wochen Anspruch auf staatliche Leistungen. Danach heißt es in den allermeisten Fällen, friss oder stirb. Ich für meinen Teil bin dankbar, in einem Land zu leben, in dem ich darauf vertrauen kann, dass ich von einem, ja, von uns allen finanzierten und ja, nicht perfekten Sozialstaat aufgefangen werde, wenn ich falle. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Michael Bröker hat mit dem neuen hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein über das Entlastungspaket der Bundesregierung gesprochen, was die Bundesländer ja noch absegnen müssen. Also dieses Paket geht so gar nicht, weil die Länder nicht beteiligt gewesen sind und die Länder am Ende ja einen großen Teil dieses Paketes, das der Bund als sein Paket bezeichnet, bezahlt. Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weisbach berichten über neue Zahlen aus dem Einzelhandel und über Geschäftspläne der Lufthansa. Der Winter ist gerettet, wir freuen uns über eine gute Weinernte und ziehen den Hut vor einem wahren Klimaretter. Heute schaut man sicher in erster Linie bei der Bundesratssitzung auf die Abstimmung der Länder zum Infektionsschutzgesetz, das der Bund beschlossen hat. Also die Corona-Regeln für den Herbst und Winter. Das ist sicher der wichtigste offizielle Punkt der Tagesordnung. Für Gesprächsstoff hinter den Kulissen bei den anwesenden Ministerpräsidenten dürften allerdings vordergründig das wuchtige 3. Entlastungspaket der Bundesregierung und dessen Umsetzung stehen. Da haben einige Ministerpräsidenten, wie zum Beispiel Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, schon erhebliche Kritik angemeldet.
Doch wie schaut man in Hessen auf dieses Entlastungspaket? Der neue CDU-Ministerpräsident dort heißt Boris Rhein. Er ist seit 3 Monaten Chef der Landesregierung, nachdem Volker Bouffier sein Amt niedergelegt hatte. Mein Kollege Michael Bröker hat mit Boris Rhein gesprochen. Herzlich willkommen zum ersten Mal bei uns im Podcast-Studio der Ministerpräsident Hessens, Boris Rhein. Hallo, Herr Rhein. Ja, vielen Dank und guten Tag. Sie sind in Berlin unter anderem, weil der Bundesrat an diesem Freitag mal wieder tagt. Und deswegen die erste Frage, Herr Rhein. Freuen Sie sich darauf, das 65 Milliarden Euro Entlastungspaket der Ampel, das in dieser Krise viele Lasten abfedern soll, mitzubestimmen und Ja zu sagen? Man muss es differenziert sehen. Dieses Entlastungspaket, was mich durchaus auch bewegt, ist, dass wir mittlerweile so über Milliarden reden, wie wir früher über Millionen geredet haben. Also da hat es schon eine enorme Verschiebung auch von Zahlen gegeben. Das ist der eine Punkt. Und das Geld, was dort aufgerufen wird, wird ja auch eines Tages zurückgezahlt werden müssen. Das darf man alles dabei nicht vergessen. Aber das Paket, und das habe ich von Anfang an gesagt, muss man differenziert betrachten. Da geht einiges in die richtige Richtung. Vieles von dem, was die Union gefordert hat, was auch ich gefordert habe, wie beispielsweise das Geld für die Rentner, das Geld für die Studenten oder eben insbesondere die kalte Progression, geht in die richtige Richtung. Anderes heißt, Sie machen damit. Machen wir es konkret. Nein, wir werden das Paket jetzt als Länder aufknüpfen. Also dieses Paket geht so gar nicht, weil die Länder nicht beteiligt gewesen sind und die Länder am Ende ja einen großen Teil dieses Paketes, das der Bund als sein Paket bezeichnet, bezahlt. Das wird nicht funktionieren. Wir leben in einem föderalen Staat. Und aber Entschuldigung, das klingt so, als würde man, es ginge nur um Stilfragen. Weil wir nicht rechtzeitig gefragt wurden, machen wir nicht mit. Ich will Ihnen das erklären. Das ist ganz einfach. Also wir haben hier in den Ländern auch Diskussionen und insbesondere, nehmen Sie beispielsweise den DGB Hessen. Der DGB Hessen sagt zu mir, wir müssen ein Härtefallfonds für Geringverdiener und Normalverdiener auflegen. Und ich entgegne ihm, wir haben einen Haushalt gerade eingebracht, ein Doppelhaushalt, 23-24, über 70 Milliarden Euro. Und die Spielräume sind eng. Und deswegen vieles von dem, was der Bund jetzt da als Leistungen aufführt, ist eben schon Geld, was wir dann eben auch bezahlen müssen als Länder. Und insoweit, die nehmen uns gerade Spielräume, die wir auch in den Ländern brauchen. Deswegen, wir müssen das aufknüpfen und müssen auch sehr deutlich machen, wir wollen natürlich in dieser Krise Menschen helfen. Wir wollen die Entlastung für viele Menschen, die sie notwendig haben. Aber mit der Gießkanne wird es nicht funktionieren. Also was machen Sie konkret mit? Welche ist die Maßnahme, die Ihren Unternehmen, Ihrem Mittelstand in Hessen am meisten hilft? Ich will Ihnen einen Punkt sagen, der mir sehr wichtig ist, das Kostendämpfungsprogramm der Bundesregierung. Das Herr Habeck später angekündigt hat. Da beispielsweise sind sehr energieintensive Betriebe dabei. Und von Anfang an nicht dabei waren ausgerechnet Bäckereien. So, dann haben wir als Hessen gesagt, beispielsweise Bäckereien, aber andere, gerade im Handwerk und im Mittelstand, müssen in dieses Paket rein. Jetzt sind sie in dem Paket, das halte ich für dringend notwendig und deswegen begrüße ich das. Wissen Sie, wie groß das Volumen für dieses Programm sein soll? Oh, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht parat. Aber Sie sagen lieber mehr Unternehmen und weniger Kriterien, wer eigentlich ein energieintensives Unternehmen ist, als dass man es zu eng fasst? Nein, nein, also das muss schon sehr konkret gefasst sein. Also wir können nicht mit der Gießkanne jetzt das Geld hier ausgeben. Man darf auch eines nicht vergessen, wir kommen aus der Corona-Pandemie, haben derzeit schon riesige Corona-Programme aufgelegt, die im Übrigen ja auch wieder zurückgezahlt werden müssen. Also die Haushalte sind auch irgendwann endlich. Und für mich ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass die Schuldenbremse nicht gerissen wird. Hessen ist ein Kraftzentrum in dieser Bundesrepublik, ein wirtschaftliches. Spüren Sie, dass da die Rezession vor der Tür steht? Die Unternehmen, gehen die mit diesen Meldungen auf Sie zu? Also das hat meines Erachtens zwei Seiten. Die eine Seite ist, natürlich spüren wir es noch nicht sofort. Es wird aber logisch sein, dass natürlich, nehmen Sie beispielsweise die Pharmaindustrie, nehmen Sie viele andere, dass da enorme Belastungen aufgrund der Energiekosten auf alle zukommen. Und das wird sich natürlich niederschlagen. Was ich aber für ganz falsch halte, und deswegen habe ich diesen Alarmismus von Anfang an auch kritisiert, es nutzt nichts jetzt den Leuten, die Apokalypse vor Augen zu führen, das wird Kaufkraft am Ende behindern, das wird auch, die Wirtschaft behindern. Wie hat Ludwig Erhard gesagt, die Hälfte der Wirtschaftspolitik ist Psychologie und deswegen ist es nicht richtig, wenn man den Leuten Angst macht. Was richtig ist, dass man die Leute vorbereitet auf eine schwierige Situation. Das muss man verantwortungsvoll machen, aber dass man dann davon redet, dass auf irgendwelchen Marktplätzen Volksaufstände stattfinden würden, das ist nicht die richtige Sprache.
Sprache in einer solchen Situation. An diesem Freitag tagt der Bundesrat und befasst sich erstmals mit Teilen des Pakets. Aber am 29. September soll ja beim Bundeskanzler dann ja genau was passieren, Herr Rhein, dass man im Grunde sich schon klar committed, was kommt und was kommt nicht. Ja, wir werden jetzt in den vor uns liegenden Tagen und Wochen werden die Fachministerkonferenzen tagen, die Finanzminister tagen, die Energieminister tagen und nehmen, ich nenne das mal so, das Programm auseinander und schauen, was geht nicht, was ist mit den Ländern zu machen und wer bezahlt das, was dort angekündigt worden ist und was hat im Übrigen auch Sinn und was hat keinen Sinn. So, und dann wird auf der Ministerpräsidentenkonferenz Ende September schlussendlich entschieden, wie das weitergeht. Der Bund muss lernen, dass es sinnvoll ist mit den Ländern, und das ist keine Stilfrage. Der Bund muss lernen, dass mit den Ländern vorher zu sprechen ist, wenn das Geld ausgegeben wird. Das sind Verträge zulasten Dritter und das kann nicht stattfinden. Ich sage es nochmals, ein föderales System, in dem wir leben. Die Länder bilden den Bund und nicht umgekehrt. Zugleich, ich verstehe Sie richtig, dass dann auch schnell entschieden werden muss. Das heißt, diese zwei Wochen nehmen Sie sich noch, aber dann muss klar sein, was kommt. Ja, die Menschen warten zu Recht auf dieses Geld und wir wollen das nicht behindern, aber wir wollen es richtig machen. Verstanden, Herr Rhein. Wir wollen Sie ja auch kennenlernen hier in diesem Podcast. In einem Jahr ist Landtagswahl, ungefähr einem Jahr in Hessen, in Ihrem Bundesland. Sie sind seit 100 Tagen im Amt. Wer ist eigentlich Boris Rhein? Oder anders gefragt, sagen wir mal, wie viel Roland Koch steckt eigentlich in Ihnen? In mir steckt 100% Boris Rhein. Aber das will ich schon noch sagen. Also ich schätze Roland Koch sehr. Roland Koch hat für Hessen Enormes bewegt. Also Hessen stünde heute nicht so gut da, wenn wir 1999 nicht mit Roland Koch einen großartigen Ministerpräsidenten gehabt hätten und später dann eben Volker Bouffier. Wir haben ja zufälligerweise vor diesem Podcast Michel Friedmann getroffen, ein CDU-Mitglied aus Hessen, der damals ein bisschen gehadert hat mit Roland Koch. Und hier Hessen-CDU, das wissen Sie besser als ich, war natürlich in der Öffentlichkeit in Verruf als stockkonservativer, manche sagen rechtspopulistischer Haufen, so würde ich jetzt mal sagen, wenn ich es mal im Klartext ausdrücken darf. Was ist die Hessen-CDU heute? Die Hessen-CDU ist die letzte verbliebene Volkspartei in Hessen. Wir sind die starke Kraft der Mitte und wir sind mitfühlende Konservative. Das klingt jetzt richtig nach PR-Handbuch. Aber Sie haben mich gefragt. Aber Herr Rhein, wenn ich Ihre Vita anschaue, das ist schon klassische CDU. 1990 in die Junge Union eingetreten, da waren Sie noch nicht mal mehr 20 Jahre alt und zwei Staatsexamen, Jurist. Man könnte sagen, ja, die CDU ist, wie sie ist in Hessen. Da gibt es wenig, ich sag mal, überraschende Neuigkeiten. Ach naja, wir sind in der Tat, wie wir sind. Darauf sind wir auch ganz stolz und wir finden, dass wir es gar nicht so schlecht machen. Sonst hätten die Bürger seit 1999 uns nicht immer wieder den Auftrag einer Regierungsbildung übertragen. Aber das muss man sich eben auch erarbeiten. Und wenn Sie sich mal das Land heute anschauen und das Land vor uns anschauen, da hat sich schon enorm viel verändert. Und das kommt nicht einfach von selbst, sondern man muss sich wirklich anstrengen. Leistung muss sich lohnen. Und Volker Bouffier hat sich auch durchaus, oder die Hessen-CDU, muss man sagen, ja auch verändert. Deutlich moderater, man kann auch sagen besonnener. Und dann mit der ersten schwarz-grünen Landesregierung natürlich auch ein Zeichen, ja was eigentlich, in die linke Mitte hineingesetzt? Oder ist das einfach das Bündnis für diese Zeit? Naja, Sie müssen sich anschauen, wir kamen damals aus einer schwarz-gelben Koalition und am Ende ging es natürlich darum, welche Mehrheiten sind möglich. Und das war die einzig verbliebene Möglichkeit, eine Regierung ordentlich zu bilden und verlässlich zu bilden. Wir haben mit den Grünen gute Erfahrungen gemacht. Dadurch hat sich die CDU nicht sozialdemokratisiert oder grünisiert oder ist dadurch links oder was auch immer geworden. Wir haben ein großes Ziel in Hessen. Wir wollen Ökologie und Ökonomie sozialverträglich vereinbaren und das gelingt uns in dieser Koalition. In Berlin wird immer wieder spekuliert, ob Nancy Faeser, die Innenministerin, nach Hessen kommt und gegen Sie antritt. Was glauben Sie? Ja, ich würde mir wünschen, dass sie eine klare Aussage trifft. Und ich glaube, die Sozialdemokraten würden sich in Hessen vor allem wünschen, dass sie eine klare Aussage trifft. Das ist für die Sozialdemokraten ein Zustand, um den man sie nicht beneiden kann. Ihr Hauptgegner ist in der Auseinandersetzung die Grünen? Naja, nach den Umfragen, die wir haben, sind die Sozialdemokraten enorm schwach. Das war, ich sag mal, eine künstliche Stärke bei der Bundestagswahl. Das war ja auch keine Stärke, sondern es war die Schwäche der Union, die dazu geführt hat, dass die SPD die Bundesregierung heute anführt. Und wenn wir uns die Umfragen Hessen anschauen, bildet sich das gleiche Bild ab wie im Bund. Und ich habe heute eine Umfrage gesehen über Bayern. Da ist die SPD mit 6% hinter der FDP, die 8% hat. Da hat man keine Schadenfreude, sondern das ist für eine so große, starke Volkspartei ist das schon
schon ein furchtbarer Zustandsbericht. Die CDU ist im Bund mit knapp 28%, aber auch nicht gerade das Maß der Dinge. 30% plus X galt immer als die Losung für die CDU. Ist das Friedrich Merz, dass es nicht über die 30% Marke geht, oder ist das einfach der Verlauf der Dinge in einer heterogenen politischen Gesellschaft? Wir sind nicht zufrieden mit 28%. Die Union muss mehr als 28% haben. In der Tat, 30% plus X muss ein Ziel sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren es zu tun haben werden, wie Sie es ja auch derzeit abzeichnen, mit drei ähnlich starken Parteien. So, und unser Ziel ist es eben, aus dem 28%-Turm rauszukommen. Und ich finde, dass Friedrich Merz eine großartige Arbeit leistet, als Oppositionsführer, als Parteivorsitzender. Und wenn uns einer aus den 28% rausführen kann, dann er. Und wenn morgen die Ampel aus welchen Gründen auch immer zusammenbrechen würde, wäre er der geborene Kanzlerkandidat. Das wird die Union dann miteinander diskutieren. Ich wusste, dass ich Sie da bei dem Thema nicht zu einer überraschenden Aussage bekomme. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Na, hier schauen die Anleger heute wieder auf neue, aufschlussreiche Zahlen. Welche das dieses Mal sind, das weiß meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Gestern kamen die neuen Verkaufszahlen des Einzelhandels in den USA raus. Die Zahlen sind im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Wie interpretiert die Wall Street das, Anne? Also eigentlich ist es ja gut, wenn die Umsätze im Einzelhandel steigen. Das spricht ja für eine wachsende Wirtschaft. Im August sind die um 0,3% gestiegen. Das ist sogar besser als von Analysten erwartet. Aber im aktuellen Fall ist das eher ein schlechtes Zeichen. Es zeigt nämlich, dass die Zinserhöhungen der Fed nicht den gewünschten Effekt haben. Die sollen nämlich eigentlich die Nachfrage nach unten bringen und damit die Inflation senken. Am größten war die Nachfrage bei Fahrzeugen und Fahrzeugteilen. Da gingen die Verkaufszahlen um 2,8% nach oben. Online-Verkäufe nahmen um 0,7% zu und die Umsätze in Bars und Restaurants stiegen um 1,1%. An der Wall Street haben diese Zahlen jetzt wieder die Angst befeuert, dass die Fed die Zinsen nächste Woche wieder aggressiv erhöhen wird. Die großen Indizes schlossen deshalb gestern alle im Minus. Der Dow Jones fiel um 0,6%, der S&P 500 verlor 1,1% und an der Nasdaq ging es um 1,4% nach unten. Danke, Anne. Und wir machen jetzt direkt weiter mit unserer Börsenexpertin in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Chelsea. Die Lufthansa hat ja schon Anfang des Jahres angekündigt, sich von der Wartungs- und Techniktochter trennen zu wollen. Jetzt wird es ernst. Sie führen erste Gespräche mit Private Equity Firmen. Warum möchte sich Lufthansa denn überhaupt von dieser Sparte trennen? Nun ist ein bisschen in Mode gekommen, klar strukturiert oder clean strukturierte Unternehmen an der Börse haben zu wollen und nicht so viele Untersparten oder Untergeschäftsfelder in einem Unternehmen zu vereinigen. Lufthansa hat ja auch ein paar davon, unter anderem ja Lufthansa Cargo, aber auch die Lufthansa Techniksparte. Und nun mit diesem wahrscheinlich teilweise Verkauf an Finanzinvestoren plant das Unternehmen massiv Geld einzunehmen. Momentan ist die Lufthansa-Gruppe bei 7,3 Milliarden Euro bewertet an der Börse. Allein der Verkauf der Lufthansa-Techniksparte könnte bis zu 8 Milliarden Euro in die Kassen der Lufthansa spülen. Im Dezember soll der Prozess losgehen. Natürlich hängt alles so ein bisschen davon ab, wie sich die generelle Wirtschaft entwickelt. Aber unter 6 Milliarden Euro möchte man nicht verkaufen, so der Konzern. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass der Gründer von der Outdoor-Firma Patagonia Kaufangebote von 3 Milliarden Dollar ausgeschlagen hat, um einen besseren, nachhaltigeren Weg für seine Firma zu finden. Mit 83 wird es langsam Zeit, ein wenig kürzer zu treten, dachte sich Yvon Chouinard, der in den letzten 50 Jahren eine beeindruckende Erfolgsgeschichte mit seinem Bekleidungsunternehmen geschaffen hat. Schon bei der Firmengründung von Patagonia war ihm klar, dass die Ressourcen der Erde endlich sein würden. No longer can we assume the Earth's resources are limitless. We wrote this in our first catalog in 1972. Nearly 50 years later, it's only gotten worse. Today, the clothing industry contributes up to 10% of the pollution driving the climate crisis. Buy less, demand more. Für einen Unternehmer ungewöhnliches Credo. Buy less, kaufe weniger, aber auf der anderen Seite demand more, verlange mehr. Bedeutet, das Wenige muss qualitativ höchsten Ansprüchen genügen und möglichst lange halten.
Schon in den 90ern war Chouinards Bestreben, seine komplette Kollektion aus Biobaumwolle herzustellen. Seine Kunststoff-Daunenjacken bestanden zum Großteil aus recycelten Fischernetzen. Das alles kombiniert mit wirtschaftlichem Erfolg. 2020 machte Patagonia $1 Milliarde Umsatz. Jetzt will Chouinard mit Blick auf seinen Ruhestand die Firma eben nicht, wie man vermuten könnte, verkaufen, sondern er überführt sie komplett an eine Stiftung. Sämtliche Gewinne sollen zukünftig in den Kampf gegen Klimawandel fließen. Wenn man in den nächsten 50 Jahren auch nur die geringste Hoffnung auf einen lebenswerten Planeten haben wolle, müsse man alles tun, was man in den zur Verfügung stehenden Ressourcen tun könne, heißt es in einem Statement. Und mit Blick auf seine neu gegründete Stiftung sagte er: Die Erde ist unser einziger Aktionär. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass wir bei all den negativen Nachrichten rund um die steigenden Energiepreise die positiven Meldungen aus den Augen verlieren. Die Energiekosten steigen, wie viel weiß bisher noch keiner. Der Winter wird mutmaßlich kalt und die Lebensmittelpreise steigen auch noch. Doch um eine Sache müssen wir uns keine Sorgen machen, um genügend Wein. Ist so wie das Blut. Denn trotz eines Hitzesommers, in dem es kaum regnet, Temperaturen Rekordniveau erreichen und wir uns alle nur nach einer Abkühlung sehnen, wird die Weinernte dieses Jahr überraschend gut ausfallen. Na Gott sei Dank! Die Winzer können mit einer üppigen Ernte rechnen, mit bis zu 4,2% mehr Ertrag im Vergleich zum Vorjahr. Höchstwahrscheinlich lassen manche Winzer bereits jetzt die Korken knallen. Auf diese Nachricht lohnt es sich doch anzustoßen. The wine, the beer, the whiskey. I'm all the things that fix me. I'm not saying it's a problem. I can stop it if I wanna. But the wine, the beer, the whiskey. They always get me. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Start in diesen Tag und nachher in das Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker. Am Montag begrüßt Sie hier wieder Gabor Steingart. Same time, same place. My friend named Jim.